Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Episode in unserem Elden Ring DLC Vorbereitungsrun. Wir sind auf der Halbinsel der Tränen. Hier haben wir letztes Mal schon einiges eingesammelt und einige Punkte von Interesse abgehakt, denn genau darum geht's. Ich will euch hier in diesem kleinen Run von Elden Ring mitnehmen und zwar einfach alle wichtigen Punkte der verschiedenen Gebiete durchgehen. Ähnlich wie in meinen Guides, bloß das Ganze diesmal ungeschnitten und in voller Länge machen wir hier einen kompletten Run mit allen Bossfights, mit allen wichtigen Punkten und das Ganze im New Game Plus. Ich bin ein bisschen overpowered tatsächlich, gebe ich offen zu. Mein Level aktuell 239, deswegen ermöglicht mir das Ganze natürlich ein bisschen schneller und smoother durchzugehen, um euch möglichst viel vom Spiel in kürzer Zeit zu zeigen. Mir ermöglicht es vor allem wieder reinzukommen in dieses hervorragende Spiel, so nette Herren wie den Händler wieder zu sehen und bei ihm auch und vor allem auch in den ganzen Höhlen und Dungeons Sammelobjekte zu finden, Ressourcen zu finden, Steinschwertschlüssel, Runenbögen, was auch immer, um perfekt vorbereitet zu sein auf das da kommende DLC. Von daher legen wir direkt los und rufen unser schönes Pferd und erkunden den Rest der Halbinsel. Viel ist es nicht mehr. Tatsächlich hauptsächlich noch Schloss Morn. Vorher aber gehen wir hier hoch ins leidende Dorf und dann werden wir uns nochmal bei Nacht hier in der Gegend umschauen, denn hier warten zwei nachtspezifische Gegner auf uns, die ich ja auch schon am Ende der letzten Episode angeteasert habe. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, gebt mir Feedback zu dem, was wir hier machen, würde mich total freuen. Und wir reiten einfach mal wieder los hier. Können hier sogar schon einen kleinen Blick auf Schloss Morn werfen. Da ist es. Werden wir uns gleich genauer anschauen, aber vorher geht's einmal hier den Berg hoch, denn hier können wir noch zwei, drei Kleinigkeiten einsammeln, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich erkunde hier das Gebiet nochmal komplett und daran orientieren tue ich mich bei meinen Guides, die ich euch schon vor einiger Zeit gebracht habe, hier zu jedem Gebiet einen mit all den Dingen, die ihr hier am besten nicht verpassen solltet. Und von daher bin ich natürlich froh, wenn ich selber auch nochmal womöglich was finde, was ich verpasst habe. Ah, ich habe schon gedacht, ein Runenbogen. War es nicht. Schade. Von daher auch gerne eure Hinweise, ob ich denn hier noch irgendwas verpasst habe in diesem Gebiet und. Dann machen wir vielleicht einen schönen Run am Ende, wo wir alles einsammeln, was uns noch so fehlt, bevor dann das DLC-Final losgeht. So, und jetzt kämpfen wir uns hier langsam in Richtung dem Dorf hoch. Und zur Kirche. Hier ist, glaube ich, das erste Mal, dass man so ein bisschen Kontakt mit der rasenden Flamme hat, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Hier mit den verrückten Jungs mit den roten Augen, die sehr, sehr gefährlich sein können hier teilweise. Ich räume mal das leidende Dorf und löse euch von euren Leiden. Zack. Und dann holen wir uns hier hinten ein Item. Ich weiß gar nicht mehr, was bekommt man denn hier? Oh, Flammenwappen. Schönes Schild. Tatsächlich. Cool. Und dann meine ich, war hier hinten noch irgendwas. Ah ja, genau. Da war einfach ein Ort der Gnade, witzigerweise, den man ganz gern verpasst, weil der so random ganz am Ende dieser Klippe ist. So, hier sehen wir jetzt den Turm. Das waren wir schon. Das ganze Gebiet der Halbinsel sind wir tatsächlich schon abgelaufen. Waren schon sehr, sehr erfolgreich in der letzten Episode. Und dementsprechend gehen wir jetzt nur noch kurz zur Kirche. Nehmen uns vor den Ratten hier in Acht. Die sind auch aggressiver, oder? Diese rotäugigen Ratten, die sind fieser, aggressiver, tödlicher als die normalen Ratten, habe ich mal den Eindruck. Deswegen nehmen wir uns hier jetzt besonders vor denen in Acht. Ich gleich ganz viele. Der Täuferkirche. Okay, Moment. Kein Problem, mein Lieber. Saft es aus, dann füllen wir nach. Und hauen. Jo, alles klar. Den ein paar um die Ohren. Ja, hier kriegt man hier auch sogar gleich einen Spell von der rasenden Flamme.
Also, wir sind der rasenden Flamme auf der Spur. Das war tatsächlich mein letzter Run, den ich gemacht habe, war nochmal einen kompletten Durchgang, um das rasende Flamme-Ende zu holen. Ich habe nämlich alle drei Enden und Platin damit, ja, sag ich mal, ohne externen Save oder sowas gemacht, weil ich, ja, weiß ich nicht, hab's halt einfach dreimal durchgespielt. Der dritte Run, wenn man New Game Plus nur die Sachen macht, so wie ich jetzt, also nicht so wie ich jetzt, sondern einfach nur alles abrennt, dann ist man tatsächlich sehr, sehr schnell durch. Wenn man nur die nötigen Bosskämpfe macht und an allem vorbeirennt, sonst kann man das letzte Ende sehr, sehr schnell freischalten, wenn man denn will. Muss man aber nicht. Man kann es auch so wie jetzt einfach nochmal in vollen Zügen genießen. Deswegen setzt man es jetzt hier hin. Und vertreiben uns die Zeit, und zwar bis Nachteinbruch. Denn dann sollte hinter uns ein alter Bekannter kommen. Da ist er, der Dunkelkavallerist. Oh, wie ich sie hasse. Die können auch recht gefährlich sein, tatsächlich. So, gucken wir mal. Wie sieht's aus, mein Freund? Kleines Duell. Boom. Hab ich dich doch glatt vom Pferd gestoßen. Komm, steh auf. Steh auf. Du kannst auch ohne Pferd, ne? Wir wissen's. Okay. Ist ein bisschen träge ohne bei deinem Pferd, muss man sagen. Na gut, ich glaube, wir erlösen dich von deinem Leiden. Gegner zu Fall gebracht. Das ist tatsächlich der Barrikadenschild. Okay. Und sein Flegel. Cool, wusste ich gar nicht. Der einfache der zwei Nachtgegner hier, sage ich mal, denn es gibt noch einen zweiten. Und der, wenn ich mich recht entsinne, wartet hier hinten auf uns. Deswegen gehen wir nochmal hier zur Mauer und droppen hier mal vorsichtig runter. War das hier? Ich glaube, das war hier. Sind Fledermäuse, vielleicht erledige ich die mal zuerst, nicht, dass die mir in die Quere kommen. Ist es denn noch Nacht? Es wird so tags plötzlich hier, ja, aber ich glaube. Nein, ich bin richtig. Hier erscheint ein Todesvogel. Da ist er. Und ja, die sind richtig fies. Die sind richtig fies. Und. Oh. Danke. Der widersetzt sich auch ein bisschen meinen Attacken, ja? Er hat so ein dünnes Ziel. Muss ich auf den Kopf mehr zielen? Oh, okay, trinken. Dankeschön, trinken. Bumm. Oh, bin ich zu gierig? Bin ich zu gierig? Ich bin zu gierig. Ausweichen. Ah, knapp. Okay, aber ich kriege ihn hin. Der Todesvogel des Zorns. Die Kerle. Die sind gut versteckt und man kann sie, wie gesagt, nur nachts finden. Aber die sind richtig, richtig fies. Opferpriesteraxt lässt der fallen und ich denke, jetzt sind wir bereit, Schloss Morn zu stürmen. Von daher, oh, ich muss aufpassen, ne? Ich muss aufpassen, weil da hinten, genau. Es gibt einen Riese. Aber es gibt auch hier irgendwo. Ich vergessen. Eine goldene Saat. Kann ich euch zeigen? Bringt mir persönlich nichts mehr. Ruhigbrauner, okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Goldene Saat. Schießt ihr einfach aus der Entfernung schon die Pfeile los. Da ist die Karte, wenn ihr sie noch nicht habt. Da kommt man durch die Mauer und dann kann man hier im Zickzack sich diesen Verrückten da hinten nähern, der hier enorm große Pfeile durch die Gegend schießt. So, oh. In Sicherheit bringen, in Sicherheit bringen. So. Alles gut, wir nähern uns, wir nähern uns. Und sobald wir nah genug sind, haben wir, glaube ich, das Glück, dass er nicht mehr so gut seine Pfeile uns treffen kann. Und ich ihm die Füße weghauen kann. Ah, herrlich. So, jetzt gucke ich mich noch einmal ganz kurz um, weil das ist tatsächlich so ein bisschen blinder Fleck bei mir, den ich noch nicht wirklich erkundet habe.
um Schloss Morn herum. Vielleicht gibt es hier auch noch ein paar Sachen. Ledermäuse, okay. Wie weit kann man denn hier am Rand gehen? Oh, guckt mal, da hat man sogar schon Blick aufs Finale der Halbinsel. Interessant. Habe ich auch noch nie bewusst gesehen. Schildkrötenhals mitgenommen. Ich habe sie nicht getötet, will ich da mal anmerken. Untersuchen. Die Belagerung von Schloss Morn. Ein einsamer Held kämpft für die Rache. Fürst Godfrey ist sein Verderben. Mhm. Wer war der einsame Held? Bin ich jetzt nicht zu tief, nicht tief genug drin in der Story. So, was bewacht ihr hier? Guckt mal hier, das ist tatsächlich etwas, was ich nicht so direkt auf dem Schirm habe. Oh, die halten mehr als eine Attacke aus. Oh, okay. Was haben wir denn hier? Oh, so bei Stühlen gibt es manchmal gute Sachen. Dunkelschmiedestein 2 und Adernblatt. Was crafte ich aus Adernblätter? Die sind nämlich sehr, sehr selten und liegen immer an so ganz wichtigen Orten gefühlt. Muss ich mal wieder rausfinden. Ins Crafting-Game muss ich doch deutlich tiefer einsteigen und hier mal ein bisschen Ressourcen mehr mitnehmen vielleicht. Oh, bin ich jetzt wieder so an so einer Stelle, wo sie alle heulen? Hier an den... Oh ja, Tatsache. Oh nein, echt. Oh, wieder das grausige Geschrei. Und auch noch eine Giftbrühe hier. Oh, eine Krabbe. Was ist denn hier für ein ekliger Sumpf? Gibt es hier irgendwelche Items von Belang? Oder ist das hier einfach nur Kacke? Da noch so Zombie-Typen hier. Ich bringe mich mal kurz hier in Sicherheit außerhalb des Flusses. Kriege ich den? Ne, weil ich glaube, die Krabbe da, die macht mir ein bisschen Sorgen. Die sind nämlich teilweise nicht ohne. Ja, sehr gut. Das ist gut. Oh, oh. Nett, dass du dich dazwischen geschmissen hast, mein Freund. Ich hatte nämlich, glaube ich, den hier anvisiert gerade. Zack, zack. Mal nochmal, ob ich hier irgendwas verpasst habe. Aber es sieht eher so aus, als wäre das einfach nur ein sehr, sehr fieser Sumpf. Ah, da oben ist ein Item. Guck mal, das ist es dann wahrscheinlich, was ich hier unbedingt einsammeln muss. Hopp. Und was ist es? Goldene Rune 4. Hm, okay. Oh, dieses Geschrei. Das ist echt brutal. Überleg dir mal, du wärst an so einem Ort jetzt. Also das ist schon die Stimmung, die hier rübergebracht wird in diesem Spiel manchmal, ist schon wahnsinnig gruselig. Muss ich immer wieder betonen. Und so unterschiedlich, je nachdem in welchem Gebiet man ist. Ach, ich komme immer aus dem Schwärmen nicht raus. Es tut mir leid, aber es ist einfach ein tolles Spiel. Ah, guck mal. Bist du ein... Scarabeus mit einer Asche oder bist du ein Giftnebel? Bin ich mir gar nicht sicher, ob ich den schon mal hatte. Wahrscheinlich schon, aber ich wusste doch, dass ich hier mal langen sollte. Und ein bisschen die Halbinsel noch weiter erkunden. Auch ich finde jedes Mal wieder was Neues, gebe ich offen zu. Und jedes Mal bin ich wieder begeistert. Auch hier. Wie viele Ecken es in dem Spiel gibt, die ich noch nicht entdeckt habe. Schmiedestein. Hat der da gerade seinen Kopf gegen die Wand geschlagen oder hat er auf dem Typ rumgeschlagen? Das habe ich jetzt nicht so ganz erkannt. Gut. Bist du ein Vogel mit roten Augen? Haben die immer so rote Augen oder war das jetzt nur, weil der hier aus dem Dorf da oben womöglich kommt? Oh, spannend, spannend, spannend. Okay, dann gucken wir mal noch rechts von Schloss Morn und dann gehen wir nach Schloss Morn. Ich denke, dann haben wir hier alles und können uns dann schön im Schloss selbst austoben. Wir haben ja schließlich noch einen Brief zu überbringen. Das war ein Auftrag, den uns Irina übergeben hat am Anfang der letzten Episode. Okay, und was haben wir hier noch so?
Da ist eher nichts mehr. Oder ist hier noch was? Nee. So, jetzt nicht hier ins Wasser fallen auszusehen. Ein Hund. Excuse me, my friend. Oh, mehr Hunde. Ein Hund kommt selten allein. Okay, hier ist aber auch nichts mehr. Alles klar. Gut, ab sofort sind wir im Schloss Morn zu Hause. Oh, ist das so ein Herb? Hörbar, tatsächlich. Das sind die Dinger. Warum habe ich da so wenig von? Ich hätte jetzt schwören können, die sind verbreiteter. Aber achte ich jetzt drauf, denn aus denen habe ich letztes Mal gelernt, können wir Giftglobuli craften. So, dann setzen wir uns hier mal. Aktivieren die Gnade. Oh, ich hab's so Bock. Ich freue mich so sehr. Ich liebe auch die Option New Game Plus, dass man alles nochmal erfahren kann und nochmal auf eine ganz andere Art und Weise spielen. Ist schon hervorragend. Gerade in diesem Spiel, wo es so, so viel zu erkunden gibt. Wahnsinn. Okay. Auf geht's. Schloss Morn. Du und ich. Ah, ich erinnere mich, ja, okay. Ich erinnere mich. Man konnte da auch irgendwie hoch. Ja. Zack. Ich erledige jetzt hier mal alle Gegner, vor allem die Hunde. Boom. Boom. Oh, wer hält mehr aus? Erst die anderen. Okay. Du noch. Was betet ihr denn hier an eigentlich? Bist du der Held? Oh. Wo kommst du denn her? Mann, oh Mann, oh Mann. Da denkt man, man hat alle. Habe ich neulich schon gesagt, ne? Man denkt, man hat alle und dann kommt immer noch einer. So, was war denn hier? Ah, guck mal. Hier haben wir einen Weg, der uns tiefer ins Schloss reinführt. Claymore. Okay. Und hier geht's runter. Da haben wir alles. Oh, da draußen sind noch ein paar. Oh, die kämpfen gegen den Ritter. Ach stimmt, hier ist überall im ganzen Schloss sind immer Kämpfe, ne? Ich erinnere mich. Ja, dann können wir hier hoch. Es gibt hier mehrere Wege durch die Burg und ich versuche euch natürlich jetzt hier auch wieder alle zu zeigen. Jeden kleinsten Winkel. Wenn ich was verpasse, lasst es mich wissen. Hier herrschen jetzt heftigste Kämpfe. Tendenziell sind die Monster, glaube ich, immer ein bisschen stärker als die Menschen. Deswegen versuchen wir das hier mal ein bisschen... Oder so, alle auf einmal. Perfekt. So. Was hast du für uns? Krummfingermedizin. Ah, da hinten warten noch ein paar. Wie weit reicht das Ding? Weit genug. Ah, das finde ich das Schöne an der Magie. Nur man ist einfach vielseitig aufgestellt. Ich hatte dann lange auch das Schwert Nacht und Flamme heißt es, glaube ich. Ne? Das hat dann auch nochmal zwei coole Spells drauf und dann hat man echt viele, viele Möglichkeiten, sich hier durchzukämpfen. Finde ich immer fast, ja. Ich meine, klar, ich benutze auch immer dann oft den gleichen Spell, aber ich finde es immer trotzdem irgendwie ein bisschen vielseitiger, als immer nur mit dem Schwert drauf zu hauen, wobei ich das ja auch zu Genüge gemacht habe. So, jetzt sind wir schon oben. Der wird nicht reichen. Dann nehmen wir den. Der sollte reichen. Der sollte vielleicht sogar auf bis zu dem reichen. Und Sniper! Kriege ich den anderen? Ne, den anderen kriege ich nicht markiert. Dann gehen wir jetzt hier runter. Okay. Aber. Und.
Ah, der ist runtergesprungen und gestorben. Okay. Interessante Taktik, mein Lieber. So, jetzt geht's da links auf die Mauer und hier rechts auf die Mauer. Dann machen wir das mal als erstes. Da unten ist auch nochmal einer. Ah, da unten sind die beiden sogar. Den großen habe ich auch noch nicht erledigt, merke ich gerade. Aber ich muss wahrscheinlich gleich wieder da runter. Deswegen mache ich das doch glatt von hier. Boom. Und direkt einen hinterher. Jetzt wird er ein bisschen... Ja, das habe ich mir fast gedacht. Jetzt ist er vorsichtiger. Was ich machen kann, ist 1, 2, 3. Dann renne ich vielleicht einmal hier rum. Vielleicht hilft... Ah, nee. in den Baum gegangen. Das hat gar nicht geholfen. Also der ist noch da unten. Oh, dich hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Das ist auch klassisches... Klassisches From-Software-Ding, ey. Irgendwo hinter irgendwas steht immer irgendwer. Irgendwo hinter irgendwas steht immer irgendwer. Das müsst ihr euch merken. Das ist eine ganz große Weisheit. So, mein Lieber, jetzt war's das aber. Guter Kürbiskopf. Guck mal, was du so dabei hattest. Ha? Refugiumstein. Okay. Und ich glaube tatsächlich, ich habe da hinten noch ein Gebiet, wo wir hoch können. Was war hier? Ein Hund. Wo ein Hund ist, wissen wir. Das ist auch ein weiterer Hund. Ach, das ist eine Weisheit von mir. So, und dann können wir nochmal hoch. Okay, also jetzt sind wir da rechts rum und jetzt wollen wir da links hoch, denn da ist der Vater von Irina, dem wir ja heute noch begegnen wollen, mehrfach. Und deswegen geht's jetzt einmal hier lang. Was ist der andere Weg, den man hier hochnehmen kann? Eigentlich der kürzere. Aber ich finde es mal schön zu zeigen, man kann auch da über die Mauer einen Weg finden. Ich sag ja, ich versuche hier möglichst alle Wege einmal gezeigt zu haben. Ob mir das in Sturmschleier auch gelingt, weiß ich noch nicht. Da gibt es so viele Wege, die zum Ziel führen. Aber wir wollen natürlich versuchen, da auch alles einzusammeln. So... Gesagt, getan. Gehen wir jetzt, glaube ich, hier lang. Da ist die Leiter, genau. Können wir hier hoch. Und auch hier kämpfen sie wieder fleißig. Hey, 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 lass meinen Kumpel in Ruhe. Oh, sorry, sorry, wollte ich nicht. Weiß gar nicht, ja doch, die greifen auch an, wenn man hier die Monster zuerst besiegt. Bin ich mir ziemlich sicher. Noch ein bisschen runter. Hallo, mein Freund. Ich habe Nachrichten für dich. There's a face I've not seen before. I'm Edgar, warden of this castle. As well, you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems foul creatures, as it said. And true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid, castle. Take this. By way of apology. Okay. Ich wollte eigentlich dir nur einen Brief geben. Thank you. But I can't leave yet. Hm. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the... Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, mein Lieber. Her father will come for her, once he's fulfilled his duty. Also er will hier nicht abhauen, bevor er nicht hier seine Pflicht erfüllt hat. Aber er selber sagt auch, dass Schloss Morn im Grunde gefallen ist. Also schwierig, 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 das mit der Ehre und so weiter, ne? Muss man ja leider sagen. Jetzt gehen wir hier hoch und helfen dem guten Mann Edgar, hier sein Schloss zurückzubekommen. Weil vielleicht kann er sich dann endlich durchringen und mal seiner Tochter... die da draußen vor den Toren sitzt, mal wieder vielleicht einen Tee zu machen. Aber dafür müssen wir erstmal hier runter. Verlorene Gnade entdeckt. Vielen Dank. Dann heilen wir uns, weil wir haben jetzt doch einiges an Heals und so weiter ausgegeben. Hier durch das ganze Schloss durch. Und dann gehen wir hier runter. So, ich meine, hier gibt es jetzt
zwei Optionen. Entweder hier das Item oder darunter. Da kann man nämlich rüberspringen und dann da rein. Ich glaube aber dieses Item hier. Lasst mich mal gucken. Ich glaube, das ist ein Steinschwertschlüssel. Sieht aus wie ein Stein. Ja. So. Sehr gut. Und dann gehen wir hier lang. Da ist nichts mehr, oder? Versteckt sich hier wieder jemand hinter dem Zelt? Nee, alles gut. Und was macht ihr hier so? Schild in der dunklen Ecke. Ups. Was macht ihr denn hier? Ist hier irgendwas? Hier ist doch gar nichts. Was wollt ihr denn hier? und jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Okay, ich wäre hier tatsächlich nur einfach reingefallen. Also von daher habe ich so gesehen nichts verpasst, außer dass da gleich ein Gegner runterfällt, glaube ich. War das nicht so? Ja, war so. Bumm, bumm, bumm. Und dann nehmen wir hier den Schildkrötendinger. Was willst du? Bitte helft mir, ich bin von adliger Abstammung. Wenn mich diese scheußliche Halbblute fressen, bin ich für immer gezeichnet. Ja, ich weiß nicht, ob es dafür jetzt zu spät ist, mein Lieber. Aber ich kümmere mich um die Jungs hier. Kein Thema. Kein Thema. Oh Gott, das war keine Leiche. Du sahst irgendwie aus wie eine Leiche, Kumpel. So, dann machen wir dich mal platt. Oh, du bist stärker. Naja, gut. Hilft dir jetzt auch nichts mehr. Und dann... Hilfe, ich häng... Guck mal hier einmal hoch. Was wir hier noch finden. Schloss Morn. Schon groß. Schon groß. Aber wir kommen der Sache näher. Da unten ist das große Tor. Was haben wir hier? Ah, eine Truhe. Guck mal, war nicht umsonst. Doppelklingentalisman. Okay, cool. Mit bestimmten Waffen. Keine schlechte Sache wahrscheinlich. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich nicht jeden Single-Build in diesem Spiel ausprobiert, aber ein paar habe ich. Doch ein bisschen rumexperimentiert. Aber für mein persönliches Vergnügen, ich sag mal, es ist nicht unbedingt der stärkste Bild, den ich habe oder ausprobiert habe, aber für mein persönliches Vergnügen ist tatsächlich dieser Magier-Bild, auch mit den Spells, die ich jetzt gerade so ausgerüstet habe. Na gut, das habe ich jetzt irgendwie hier dran gepinnt, das habe ich eigentlich nie probiert, aber ist es tatsächlich so ein bisschen mein Lieblingsbild, weil ich einfach, ja, ich kann Nahkampf machen, ich kann aber hauptsächlich natürlich auch Fernkampf machen und ich mag das. Ich mag das, man hat viele Möglichkeiten, man muss nicht ständig die Waffe wechseln. Ich habe ein Schwert in der Hand, ich habe einen Zauberstab in der Hand, ich habe viele, viele Möglichkeiten. Das mag ich ganz gern so. Das war knapp. Ich glaube, hier, wenn man komplett runterfällt, ist nicht gut. Hier drauf. Und dann sind da Gegner. Ei, 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 ei. So. Ei. Immer noch. So. Ich glaube, das war's aber. Ja. Peitsche. Okay. Ja, das sind so Waffen. Weiß ich nicht. Die habe ich zum Beispiel nie ausprobiert. So diese ganzen. Gut, die Peitschen von Dialus und seinem Bruder, die wiederum sind ziemlich cool. Aber jetzt solche Peitschen habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. So. Jetzt heile ich mich hier trotzdem nochmal kurz. Denn ich glaube, jetzt sind wir schon beim Boss für das Gebiet. Wenn ich mich nicht täusche. Hier waren wir jetzt drin. Da ist nichts mehr. Und dann können wir noch einmal hier rüber. Oh, oh. Dich wollte ich nicht anvisieren. Ich glaube, da liegt ein Hund. Oder nochmal so einer. Dann du. Boah, die mit der Axt. Wenn man die nicht sofort erledigt, die können auch richtig fies werden. Das weiß ich. Wurfdolche. Okay. Und dann können wir runter. Wusch. Und dann haben wir es, ne? Dann sind jetzt hier nur noch die... Da hat jemand was geschrieben. Heißt das, da ist was? Wahrscheinlich nicht. Ah, okay. Nehmen wir alles zurück. Dunkelschmiedestein. So, hier kann man nicht reinfallen. Das ist gut. Muss man extrem aufpassen, ey. Bei... Liegt da was? Da liegt nichts. Okay. Dann
Ab zum Boss. Ich glaube, wir können. Okay. Warum nicht? Ich kann ja jetzt mal just for fun. Weiß nicht, ob das was bringt, aber ich mach's einfach mal. The Golden Bow. Zack. Dann nehmen wir wieder unser Ding. Dann gehen wir hier rein. Dann kann ich auch noch meine Flasche nehmen. Und dann hau ich ihm einfach alles um die Ohren, was geht. Ui, hast du gedacht? Ja, hab ich gedacht. Eieieiei. Ja, ich erinnere mich an dich. Du bist fies. Du bist ein fieser Löwe. Eieieiei. Aber so ein paar Dodges habe ich wenigstens noch geschafft. Und die erste legendäre Waffe. Großschwert der Verpflanzung. Da haben wir sie. Und damit haben wir auch das Gebiet geschafft. Zack. Ich nutze jetzt aber kurz mal noch. Wir müssen ja jetzt zurück zu Edgar und ihm die guten Neuigkeiten überbringen, dass sein Schloss gerettet ist. Komm ich so rum nicht zu Edgar? Halt die Klappe. Ist das blöd. Oh nee, echt? Jetzt muss ich... Oh, sowas liebe ich. Edgar ist ja in der fiesesten Ecke aller Zeiten versteckt. Jetzt muss ich echt nochmal von hier... Renn jetzt in den Aufzug und fall runter, weil ich das Ding nicht geholt habe. Man muss da echt nochmal komplett hoch. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das ist ja blöd. Na gut. Machen wir trotzdem, weil wir müssen ja alle NPC-Questlines hier in diesem Run beenden. Zack. Okay. Boom. Ich mag das Outfit. Das ist eins meiner Lieblingsoutfits, muss ich sagen. Sieht sehr, sehr cool aus. Vor allem natürlich wegen dem Hut. Und der Augenbinde. Hat irgendwie was. Mit meinem Bart, finde ich, steht einem das dann nochmal doppelt gut. So, okay, jetzt muss ich natürlich hier theoretisch nicht mehr alle Gegner besiegen. Ich versuche... Die Gefahr ist immer, wenn man anfängt, an allem vorbeizurennen, erwischen sie einen erst recht. Wie ist denn das mit dir hier? Oh, jetzt wollte ich dich einmal stabben. Wolltest du nicht. Habe ich da gerade Blutung gemacht? Oh, fies. Fies. So. Dann gehen wir hier hoch. Bin ich jetzt natürlich schon gelaufen, unnötigerweise. Aber wir wollen zu Edgar. Und dann können wir mal bei Irina vorbeischauen und gucken, was der wohl passiert ist. Okay, mein Freund. Hast du gedacht? Was mit dir? Boom. Der. Ah, diesmal nicht Selbstmord. Okay. Diesmal nicht Selbstmord. Der da unten. Okay, der hängt da jetzt wohl. Bleib da, dann gehe ich hier lang. Hopp. Und wir kümmern uns hier. Jetzt sind sie alle da. Oh. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Vor allem, weil der fliegende Grat dann noch einen Angriff gestartet hat. So, diesmal rolle ich hier nicht durch. Das war ganz schön knapp letztes Mal. Hey Kumpel, ich hab dir deine Burg wieder erobert. For keeping the sword from those fallen creatures. Ah, es ging um das Schwert. Once I've rescued Irina, I will spend my remaining days with her. Das ist ein guter Vorsatz. I will be reunited with Irina and devote my remaining days to her. Irina has a gentle nature, though. I only hope it remains. Ja, das hoffen wir jetzt auch. Das gucken wir jetzt einfach direkt mal, wie es Irina wohl geht. Und zwar an der Brücke des Opfers. Der Name verheißt nichts Gutes, würde ich jetzt mal behaupten, Edgar. Schauen wir doch mal. Ist Edgar genauso schnell im Fast Travel wie ich? Ja, ist er. Eieiei, das sieht nicht gut aus, mein Lieber. Irina hat's erwischt, würde ich behaupten. Die sieht nicht mehr so fit aus. Irina, how could this be? My daughter deserved better. The fault lies. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. True. I'll find them.
The foul, wretched response. I'll hunt them down and exterminate every, rest assured. Arena. Okay, er schwört Rache, aber ich muss dir sagen, mein Lieber, es ist natürlich auch ein bisschen deine Schuld. Du hättest sie vielleicht früher retten sollen, mein Lieber. Naja, wie auch immer. Das war's. Das war die Halbinsel der Tränen tatsächlich. Wir haben unsere erste legendäre Waffe. Wir haben tatsächlich auch unsere erste legendäre Asche in der letzten Episode geholt und haben die Halbinsel abgeschlossen. Ich bin eigentlich recht happy damit. Wir können ja mal noch in die Tafelrundfeste gucken, ob es hier Neuigkeiten gibt sozusagen. Aber ich glaube eigentlich... Oh, guck mal, wer seinen Weg hierher gefunden hat. Hey! Greetings. Hi. My name is Roderica. Isn't this place impressive though? The round table hold... I never knew the guidance bestowed. Du bist einfach hierher gekommen, das ist ja schön. Das ist kein Thema. Nimm dir alle Zeit der Welt, kein Thema. So, ich glaube, wir haben tatsächlich soweit die Halbinsel abgeschlossen. Hier scheinen gerade auch keine neuen Charaktere erschienen zu sein, außer Roderica, schon mal cool. Ich lasse mich jetzt nochmal von Fia umarmen, weil einfach, warum nicht? Und ihr lasst so lange ein Like da, würde ich sagen. Ich bin auch pleased. Yes, please. Und ihr lasst ein Like da. Abo für den Kanal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode, wo es in Richtung Schloss Rotmähne gehen wird. Und vielleicht zu unserem ersten Halbgott. Nicht sie. Nicht sie. Godric. Godric heißt der Kerl, glaube ich, ne? Oh, wir können im Geheimen sprechen. Oh, wir lernen jetzt sogar noch was über Fias Quest. Du lässt mich immer, ich lasse dich immer halten, das ist kein Problem. Kein Thema. Vielen Dank, Fia, es war wirklich schön. Ich hoffe, dich auch. Ich bin ja froh, dass ich helfen konnte. So. Jetzt ist aber auch gut. Wir gehen tatsächlich, bevor ich es vergesse, aber natürlich vorher, wo ist denn das immer? Ist das immer hier? Ja, ist hier. Hauen das Ding weg. Und wir starten in der nächsten Episode genau hier, wo wir Margit besiegt haben, am Ende von Limgrave. Denn hier geht's in Schloss Rotmähne. Und da wollen wir uns das nächste Mal durchkämpfen. Ich freue mich drauf, hoffe ihr auch. Bis dahin und tschüss.